Zur Lore, die heilige Fäule. Es ist unmöglich, die furchtbaren Szenen zu beschreiben, die ich erlebt habe. Tod und Elend herrschen hier in allen Formen des Schreckens. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich hierher gekommen bin. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist dieser milchige Opiumqualm in der finsteren Höhle, der mit einem süßen, willkommenen Abgrund loderte. Ich wurde in dieser endlosen Nacht durch furchtbare Schreie geweckt, am Fuß eines alten Baums, der übel riechende Flüssigkeiten absonderte. Ich weiß nicht, wie ich diese armen Seelen erreichen soll. Ich will es auch gar nicht wissen. Diese aufzuzeichnen ist alles, was ich tun kann, um all dem einen Sinn zu geben. Vigo. Als ich vor einem Monster flüchtete, entdeckte ich ein verstecktes Labor. Es war ungewöhnlich üppig ausgestattet. Ich sah Regale voller Alkaloide, Kisten voller silberner Spritzen, haufenweise Schutzkleidung und das Tagebuch von einem gewissen Vigo. Darin befinden sich viele Aufzeichnungen über eine uralte Macht, die diesen Ort unter ihrer Kontrolle hat und sie regelrecht formt. Auch bemerkte ich ein paar Zeichnungen von den wachsenden Geschwüren, die ich an den Bäumen gesehen hatte. Die Fäule. Wie besessen habe ich Vigos Tagebuch analysiert. Seine Gedankengänge sind elegant, aber sprunghaft, ziehen schleierhafte Schlüsse aus nicht zusammenhängenden Fakten. Viele Einträge erwähnen eine große Macht, den Entitus, der sich einmal pro Jahr selbst reinigt. Während dieser Zeit ist der Entitus mit der Fäule infiziert. Laut Vigo erblühen die Geschwüre zu Pusteln, einer Blütensorte, die Eiternektar absondert. Dieses dickflüssige Zeug, das aus den Bäumen trieft. Auf den letzten Seiten seines Tagebuchs wird ein Serum erwähnt, das aus diesem Nektar destilliert werden kann. Aber die Seiten mit Wirkung und Herstellung wurden herausgerissen. Verwundert. Ich verstecke mich in einem dichten Waldstück. Verzweifelt versuche ich, die schlimmen Bilder loszuwerden, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Letzte Nacht torkelte ein entstellter Mann ins Labor. Er hatte ein... Willst du mich verarschen? Er hatte einen schrecklichen mechanischen Mund und machte Kleinholz aus den Wänden. Ich bin gerade noch so mit dem Leben davongekommen und habe mich dabei am Arm verletzt. Jetzt habe ich keine Chancen mehr. Diese Monster werden mich finden, egal wohin ich gehe. Alles, was ich noch besitze, ist ein Tagebuch voller zweifelhafter Versprechen des Entkommens. Ich werde zum Labor zurückkehren. Experiment. Ich bin dem Tode nah, das spüre ich. Als ich zum Labor zurückkehrte, begann ich mit dem Eiternektar zu experimentieren. Ich konnte daraus ein übel riechendes Serum gewinnen. Doch dann habe ich einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe das Serum einen toten Nager infiziert. Seine Pupillen weiteten sich, sein Körper zuckte daraufhin. Ich versuchte, das Tier festzuhalten, doch es biss mir in den Arm und riss meine Wunde auf. Ich stoppte die Blutung, aber ich befürchte, der Schaden ist nun angerichtet. Experiment 2. Ich erwachte von dem schrecklichen Schrei, der aus dem Keller dröhnte. Wir waren mächtig übel. Trotz der üblen Qualen versuchte ich, mich an die Geschehnisse zu erinnern. Vom Serum verschmutzt war meine Wunde nun mit Lymphwasser angeschwollen. Und gerade da kehrte mein Angreifer zurück. Unser Kampf war größtenteils ein wildes Gerangel, aber ich kann mich an rote Tränen erinnern, die seine schaurigen Wangen herunterliefen, als ich mich in sein Gesicht krallte. Und einen Moment später trat ich ihn so kräftig, dass er krachend in einer Backsteinmauer landete. Die Macht, die ich dann spürte, es gibt keine Worte, sie zu beschreiben. Ich weiß jetzt, dass in Vigos Methoden die Wahrheit liegt. Noch ein Schrei. Mein Angreifer, jetzt im Keller angekettet, wird wohl unruhig. Das ist erst der Anfang. Der Höhepunkt. In Anbetracht der hohen Dosierung, die ich ihm verabreicht hatte, hätte ich seine Flucht vorhersehen sollen. Ich brauchte aber Ergebnisse. Pustelblumen blühen nun überall auf dem Weg zum Labor. Laut Vigos Tagebuch ist diese schnelle Ausbreitung ein Zeichen dafür, dass die Fäule ihren Höhepunkt erreicht. Schon bald wird es kein Eiternektar mehr zum Extrahieren geben. Erschöpfung.
Ich habe nur wenig geschlafen. Das heftige Pochen in meiner Wunde hat mich nun unruhig dahindösen lassen. Für Geduld reicht meine Kraft nicht mehr aus und meine Not macht brutale Methoden erforderlich. Es gibt keine Grenzen, die ich nicht überschreiten werde. Unruhe. Ich setze mich nur noch dann und wann für ein paar Minuten aus. Ich kann es mir nicht erlauben, mehr Zeit zu vergeuden. Die Pusteln, eins voller Nektar, sind am Fuß der Geschwürbäume verwelkt. Ich könnte nur noch winzigste Tröpfchen von schwächligen Blumen extrahieren. Mir läuft die Zeit davon. Endlich. Wenn Vigos Berechnungen stimmen, kommt heute Nacht meine letzte Chance. Ich habe eine Spritze mit den letzten Tropfen des Serums aufgezogen und es in meinen Arm injiziert. Das Ende. Ich habe alles richtig gemacht und bin gescheitert. Jetzt hänge ich ohne Serum an diesen höllischen Ort fest und kann mich nirgends verstecken. Vigo. Ich habe Vigo gesucht. Lauter habe ich seinen Namen gerufen und mir Sorgen um die Monster gemacht, die überall lauern. Ich muss ihn finden. Wenn ich mich auf den Mond konzentriere und in meinen Geister eine Leinwand mit wilden Linien fülle, kann ich mir die Szene vorstellen und ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich habe den toten Nager unter meinen Kopfkissen gefüttert. Beten. Bald, sehr bald, werde ich Frieden haben. Die kalten Klauen des Todes nähern sich. Er ist hier. Der Entitus ist hier. Er hat mich gefunden.